Hi Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal zu einer neuen Folge Soul Mask. Ja, im heutigen Part möchte ich mich einfach mal auf unserem Community-Server umschauen, was meine Community da so Verrücktes treibt. Falls euch dieses Video also gefallen sollte, dann vergesst nicht, den Like-Button zu drücken, ein Abo dazulassen und die kleine Glocke zu aktivieren. Ja, und was gibt es noch zu sagen, bevor wir in den Part starten? Es wurde sich gewünscht, dass ich bei meinem Leuchtvorhang einen Totenkopf mache. Und ja, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Ich mache mich mal ganz klein, dass ihr ihn sehen könnt. Aber ja, man kann auf jeden Fall erkennen, dass es ein Totenkopf ist. Und falls ihr auch einen Wunsch habt, dann schreibt ihn gerne in die Kommentare und joint gern meinem Discord-Server. Hier haben wir wirklich eine richtig geile Community. Alle Links dazu findet ihr in der Infobeschreibung. So, und jetzt geht's los, denn wir wollen alle wissen, was die da so tun. Let's go! Ja, meine Lieben, ich bin jetzt hier auf unserem Community-Server angekommen und ja, eigentlich wurde ich mal ursprünglich hierher geportet, weil eigentlich hier die Base war, aber wenn ich mich hier so umschaue, sehe ich keine Base mehr. Es ist jetzt auch 5 Uhr nachts, also ich hoffe, es wird gleich hell, dass wir auch irgendwas sehen können. Und was ist hier für ein Schild? Ein wildes Luni. Baumeister King Chicken, Stamm Chios de Luni, ist am Verfallen. Oh ja, das ist ja nice. Das ist ja gemein, aber irgendwie auch witzig. Ja, und wenn wir hier gucken, haben wir die ganzen Markierungen. So, und jetzt muss ich natürlich irgendwie dorthin kommen, wo die sind. Schauen wir doch mal auf die Karte. Aha, wir sind also jetzt nach hier oben umgezogen. Sehr, sehr interessant. Und wie ihr seht, habe ich natürlich hier auch noch gar nichts freigeschaltet, weil ich einfach nicht dazu komme, hier zu spielen. Aber wenn ihr Lust habt, hier zu spielen, dann seid ihr natürlich jederzeit herzlich willkommen. So, ich werde jetzt, wie kann ich denn chatten? Hey, Leute, bitte port zur Hauptbase. So, jetzt gucken wir mal, ob irgendwer mich portet. Ich kann es zwar auch, aber ich weiß tatsächlich nicht, wie es geht. Hier steht dann auch noch der Clown-Stamm-Barbar. Ich weiß nicht, wem der gehört. Mir auf jeden Fall nicht. Ach ja, und so kann man sich also auf die Community verlassen. Man bittet um einen Port und was passiert? Absolut nichts. So haben wir das ja nicht. Ah, herrlich. Wahrscheinlich müssen sie jetzt alle noch schnell aufräumen, bevor die liebe Luni kommt und schaut, was da so abgeht. So Leute, und nachdem ich jetzt gefühlt im Nagelstudio war, im Sonnenstudio, beim Schwimmen und beim Einkaufen, wurde ich jetzt tatsächlich auch endlich mal geportet und befinde mich jetzt hier in der Mainbase. Und ja, wie ihr seht, gibt es einen Stall, in dem einfach nur Strauße stehen. Einer nach dem anderen. Aber die haben, finde ich, eine richtig geile Farbe mit dem Blau. Das sieht richtig nice aus. Dann haben wir hier einen random Alpaka rumstehen. Was ist das hier? Ein Schneeleopard Level 58. Und auf dem Ding soll man reiten können? Wirklich jetzt? Das ist ja echt süß. Aber der ist, glaube ich, noch in der Entwicklung, so wie es mir scheint. Und deswegen, ich denke, der wird wahrscheinlich auch noch größer. Dann haben wir hier Lamas. Und zwar eins, was irgendwie überdimensional ist. Das ist ja echt heftig. Was ist denn das? So riesig, Mann. Das ist krass, wenn man es mal vergleicht zu den anderen. Und hier ist die Kacker. Aber ja, es sollte uns jetzt nicht interessieren. Was ist da oben? Ach so, irgend so ein Rädchen. Was haben wir denn hier Tolles? Hier sind auch Lamas. Ach, da hinten sind solche Panther. Jetzt. Ja, geil. Oh, und auch ein weißer. Das ist richtig nice. Die sehen ja mal ultra geil aus. Und einen schwarzen gibt es auch. Hier. Ja, coole Sache. Jetzt weiß ich nicht, wo sollen wir uns denn überall umschauen? Das ist hier einfach so riesig, dass ich keine Pläne habe. Was fabrizieren sie denn hier? Piranhas. Baumeister Nussi. Schauen wir weiter. Hier kann man kochen. Hey, was sind das für Geräusche? Habt ihr das gehört? Wer bist du? Zuchtkampf Nussi. Das ist die Maler. Was haben wir denn da? Süß. Die machen, glaube ich, die Geräusche. Krass, wir haben also hier schon echt
eine fette Zucht am Start. Hier sind die Truthähnchen. Hier geht's irgendwie rauf. Hey, der Baum ist auch geil. Mit den Lianen, die da runterhängen. Naja, wir gucken jetzt mal, was da oben so ist. Aha. Hier kann man also gucken. Ich hoffe, dass ich von oben noch einen geileren Ausblick habe, dass wir mal die komplette Base sehen können. Vielleicht wohnt aber da auch jemand. Nein, es ist tatsächlich eine Aussichtsplattform. Ah ja, genau. Und hier seht ihr, wie groß das eigentlich schon ist. Hier geht dann noch eine Treppe auf den Berg. Die gucken wir uns dann aber später noch an. Und da unten laufen sie fröhlich in ihrem Treiben herum und kacken sich wahrscheinlich alle in die Hose, weil ich jetzt auf dem Server bin. Nein, Spaß tun sie natürlich nicht. Könnte aber sein. Wir gehen wieder nach unten und inspizieren mal weiter. Hier haben wir auf jeden Fall das Leuchtfeuer. Was ist denn das hier? Eine Badewanne. Lasst uns mal ein bisschen baden. Juhu. Ach, und sie setzt sich ja tatsächlich dahin. Hey, wer will mitbaden? Das ist cool. Mit einer Badewanne. Und schüchtern wie sie sind, reagiert natürlich mal wieder keiner drauf. Unmöglich, unmöglich. Was habe ich mir da nur für Leute angelacht? Mit Spaß. Okay, wo können wir denn noch lang düsen? Da hinten reitet gerade einer weg. Dann gehen wir halt auch mal hier rein. Mach Ruf. Aha. Guckt mal. Gehen da die Leibeigenen rein. Das ist ja geil. Dann haben es die ja richtig gut hier. Boah, und ich komme hier ja mal übelst durcheinander mit den ganzen Sklaven. Hilfe, was ist hier los? Bumm, Schakalaka, habe in der Hose Kacke. Das habe ich schon auf dem Server gesehen, das Schild, und ich fand es ultra witzig. Klar, wenn hier die Toiletten stehen, dann macht es wohl durchaus Sinn. Hier ist ein leerer Raum. Mit nix. Ich weiß nicht, was das ist. Ist das hier zu vermieten? Ist das noch frei? Was wollt ihr dafür haben? Aber ich weiß nicht, ob ich gerne hier den Eingangsbereich haben möchte von meiner Wohnung, wenn da zwei Toiletten stehen. Drinks for good feeling. Mhm. Okay. Wo ist die Bar? Ich habe Durst. Hier ist auch nichts. Also Leute, was ist los mit euch? Da reitet jemand davon. Yeah, das ist ja geil. Richtig krass. Was steht hier? Kantine. Ach, das haben sie ja süß gemacht. Das ist ja ultra geil. Und da kann man sich jetzt einfach hinsetzen und was snacken. Komm, wir setzen uns mal zu diesem Herrn dazu. Das ist ja cool. Wir gehen mal aber weiter. Und zwar hier rein. Sieht so aus, als wären wir hier in einer der Produktionsstätten, beziehungsweise hier ist die Küche wahrscheinlich. Öffentlich. Also da dürfen wir auch kochen. Sonst dürfen wir es natürlich nicht, ist ja ganz klar. Hier ist einfach so ein Hinterhof und ein Feld. Und hier ist Matsumoto. Servus. Und wer rennt da? Micha 2. Micha 2, bleib stehen. Das ist übrigens PvE, soweit ich weiß. Also wir können uns tatsächlich nicht gegenseitig wehtun. Was ich ganz chillig finde. Hey, ich will hier raus. Wartet mal, jetzt bin ich verwirrt. Ich bin da hinten reingekommen, glaube ich. Und hier hört sich's halt auch echt so an, als würde irgendjemand kochen. Könnt ihr das hören? Tiere in der Küche werden geschlachtet. Oh, dann sollte ich mal lieber ganz schnell rausgehen. Ah, hier sind wir reingekommen. Okay. Was haben wir denn hier oben? Nochmal ein großes Feuer. Und einen anderen Haufen voller Sklaven.
Boah, hier blickt man ja echt nicht durch. Ich frage mich, ob man das irgendwie ausblenden kann. Frei. Hier ist ein Zimmer frei. Ach süß, die haben es ja schon voll dekoriert. Wir machen die Tür zu. Ist jetzt belegt. Beziehungsweise, wir gucken mal. Hier wohnt King Chicken. Hirnlos Stube, kostenloser Eintritt. Eintritt. Gut, dann schauen wir doch mal hier rein in die gute Stube. Und hier müssen seine Sklaven sitzen. Ah, mit Balkon sogar. Oha, und da hinten ist der Garten. Auch voll fett. Wir machen wieder die Türen zu, denn wir sind ja höfliche Besucher, nicht wahr? Okay, hier geht's dann also nicht weiter. Hier rennt gerade ein Koch einfach in mein freies Zimmer. Hallo? Geht's dir noch gut? Wir schauen weiter. Es gibt bestimmt noch mehr freie Zimmer. Wie komme ich denn da hoch? Ich will da gerne hoch. Ach, hier. Alles klar. Und hier geht's runter. Hier wohnt Gary. Und hier Caroline und Mimi. Michas Herzpuppe. Oh mein Gott. Okay, das ist nicht jugendfrei. Wir müssen ganz schnell raus. Michas Herzpuppe. Mhm. Ja, ja. Ich will doch noch mehr Zimmer sehen. Wo sind denn noch welche? Hier. Alfide und... Was ist das? What is here? Das weiß ich auch nicht so genau. Boah, ich hoffe, diese ganzen Dinger verplanen euch nicht zu sehr. Kann ich hier irgendwas editieren? Editieren. Big Boss. Schauen, wann sie was sagen. So, hier kommen wir dann in den Bereich, wo wir dann tatsächlich hier den Garten auch noch sehen können. Was ist das hier? Antriebswerkstatt. Krass, wie fortschrittlich das dann am Ende vom Spiel ist. Also falls ihr noch nicht so weit seid, ist das wahrscheinlich leider ein kleiner Spoiler für euch. Aber so ist das nun mal. Ich muss jetzt Liads Zimmer finden. Denn der gute Liad hat eine WG. Und da geht's ganz schön stabil zu, habe ich gehört. Ich weiß nur nicht, wo die haust, diese WG. Was haben wir denn hier? Was ist dies? Ach so, Armbrustturm. Ja, okay, ich verstehe. Oh, und es heißt Burg Luni. Wie süß ist das denn? Wo könnten denn noch mehr Zimmer sein? Ah, ich hoffe, ich sterbe nicht plötzlich. Wir springen hier drauf. Und gehen da rein. War ich hier schon? Ja, weil hier ist mein Big Boss. Wow, das ist so verwirrend, Leute. Dann gehen wir mal hier hinter. Vorsicht, bissig und hat Mundgeruch. Oh je. Schreinerei und Baumeisterei. Hephaistos Schmiedefeuer. Okay, okay. Alles beschriftet. Sehr vorbildlich. Kennt sich also instant aus. Hier sind drei Betten. Okay. Einfach so mitten in der Werkstatt, falls man mal müde wird. Gehen wir mal hier rüber und schauen dahin. Und hier kommen wir dann zu einer anderen Werkstatt. Ah, hier sind wir bei der Schreinerei. Ist klar, okay. Hier haben wir wieder die Kantine. Sag mal, wo sind denn die ganzen anderen Zimmer? Ich bin einfach irgendwie lost, glaube ich. Ich möchte gerne mal da hoch. Ach so, und dann komme ich aber hier wieder runter. Mein Gott, Leute. Wie verwirrend kann man bauen? Und was ist eigentlich hier oben? Da oben ist das Zimmer. Aha, ich sehe es ganz genau.
kannst dich nicht vor mir verstecken. Und hier ist die Treppe, die nach oben geht. Jetzt haben wir es gefunden. Okay, okay. Also, da sitzt ein kleiner Papagei. Oha, jetzt hat es mich einfach zurückgeleckt. Was soll denn der Mist? Die verrückte Wohngemeinschaft. Juhu, endlich haben wir sie gefunden. Und schauen wir doch mal, was hier für ein reges Treiben herrscht. Hier sitzt jemand rum. Schaut nicht so glücklich aus, die Gute. Er auch nicht. Wie sie alle da rumsitzen. Was ist denn, wenn ich jetzt hier im Bettchen schlafe? Die sind gerade im Voice und lachen sich wahrscheinlich tot. Oh nein, eine vierte Person hat sich im Bett schlafen gelegt. Nein, was soll das? Die sieben Zwerge machen Aufruhr. Dann gehen wir natürlich auch noch in die Badewanne, weil wir müssen ja alles hier verschmutzen. Ganz brav sitzen sie da, als wäre nie irgendwas passiert. Ja, ja. Und wenn wir jetzt rausgehen und die Tür hinter uns zumachen, was passiert dann? Werden sie zum Leben erwachen? Ja oder nein? Schreibt es mal in die Kommentare. Ah, hier wohnt Tritan. Sehr trist. Tritan, der Triste. Aber der ist gerade im Urlaub. Also ich glaube, da wird dann auch noch was richtig Cooles draus entstehen. So, gehen wir mal aufs Dach und schauen, wo wir noch nicht waren. Also hier im Haus waren wir. Ich weiß ja nicht, ob wir jetzt überall waren. Aber was haben wir denn hier noch so auf der Karte sonst? Hier ist ein Feuer, hier ist ein Feuer. Ich glaube, das war es dann tatsächlich. Was ist denn, wenn ich jetzt hier runterspringe? Was ist denn das eigentlich? Ach, ein Wasserding. Kann ich da rein? Nö. Dann beobachten wir mal hier den Ackerhelfer, der sich gerade vom Acker macht. Nice. Dann haben wir hier auch wieder so einen Turm, wo man hoch kann, um die Leute abzuwehren. Burg Luni Süd. Was ist denn da? Geboten. Springen wir aber auch einfach doch hier runter. Hier sieht es aus, als wäre das Haupttor. Oh, oha, das ist krass. Also gut, dass ich hier im Stamm bin, weil sonst wäre ich jetzt Kleinholz. Burg Luni Süd. Und hier sitzt Alfredo. Warum sitzen die alle so geknickt da eigentlich? Verstehe ich nicht. Hier sind die Bienchen und die Blümchen. Was wächst hier? Cashews. Also da haben sie sich auf jeden Fall richtig was einfallen lassen hier. Sieht richtig geil aus. Ist richtig gut geworden. Gefällt mir echt gut, die Base. Hier sind wir dann wieder bei den Truthähnen. Also irgendwie finde ich, dass der Stall schon ein bisschen zu klein ist für 15 Truthähne. Aber gut, ist nur meine Meinung. Und ist ja auch bloß ein Spiel. Ja, schön. Richtig schön. Ich finde immer noch dieses Alpaka da hinten einfach überkrass. Sollen wir uns da mal draufsetzen? Also, das ist echt hart. Oh. Oh, ich kann es reiten. Ob ich jetzt geschimpft krieg? Guck mal an. Das ist höher. Als hier das Dach anfängt. Was ist denn das? Ey, einmal Rückwärtsgang. Piep, piep, piep. Und wir drehen uns wieder um und geh zurück auf deinen Platz. Abstellen. Reittier abstellen. Nicht, dass ich es aus Versehen irgendwie lösche oder so. So, jetzt ist es definitiv angebunden. Liat, falls es wegläuft, tut mir nicht leid. Ja, Leute, und ich glaube, dann haben wir uns so ziemlich alles angeguckt. Jetzt wahrscheinlich nicht direkt im Detail, aber so einen großen Überblick.
wenn ihr Bock habt, dass ich mit der Community hier mal irgendwas mache. Weiß ich nicht, ein Dungeon oder irgendwas anderes, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Und dann denke ich, dass ich die kleine Führung hier an der Stelle auch beenden werde. Hat auf jeden Fall richtig Fun gemacht, bei der Community reinzuschauen. Und wie gesagt, wenn ihr Lust habt, auch ein Teil der Community zu werden, dann kommt auf den Discord und macht das Leben in Soulmask noch ein bisschen verrückter. In dem Sinne, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und wir sehen uns im nächsten Part. Bye!